Gottfried Böhm ist einer der wegweisenden Kunsttheoretiker der Gegenwart. Im Zentrum seiner Forschung steht der Begriff des Bildes. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und dem Schaulager, einem Raum für moderne und gegenwärtige Kunst, hat er im Jahr 2005 das Pionierprojekt Iconis gegründet. Vertreter der Kunstgeschichte, Philosophie, Architekturtheorie, Musik, Sprach- und Naturwissenschaften diskutieren hier gemeinsam die Frage, was ist ein Bild? Wir haben von Anfang an unseren Antrag ausgestattet mit der Absicht, so etwas wie Grundlagen der Bildkultur auch bei dem größeren Publikum langsam zu etablieren. Jetzt sind Bilder unglaublich schnell, kommunikationsfähig und deswegen imstande, Sprache zu substituieren. Die deutschen Bildwissenschaften, zu denen die böhmsche Forschung gezählt wird, gelten oft als Pendant zu den angelsächsischen Visual Culture Studies. Böhm spricht über sein Verhältnis zu den beiden Wissenschaftsbereichen. Die Bezeichnung Bildwissenschaft ist mir persönlich nicht sehr wichtig. Mir persönlich ist Bildkritik lieber, ist ein Ausdruck, der ist provisorischer und er beschreibt den Prozess der Untersuchung. Visual Culture ist ein ganz anderes Projekt. Ich sehe, dass die Frage, die wir stellen nach dem Bild, hat etwas mit Visualität zu tun, aber nicht nur mit Visualität. Teil unserer Forschung hier war unter anderem auch, zu untersuchen, das philosophische Denken mit dem Bild. Aber wir wollen ja eine sehr viel spezifischere Frage hier stellen, nämlich zu untersuchen, wie das materielle Bild, das gemachte Bild, imstande ist, seine Macht, seinen Sinn zu entwickeln. Die zentrale Kategorie der böhmischen Bildforschung ist die ikonische Differenz. Sie bezeichnet eine sinnerzeugende Spannung zwischen dem Bild als Ganzem und seinen Einzelelementen. Der Grundgedanke ist der, dass alle Bilder, die überhaupt existieren, eine Struktur aufweisen, die sich wiederholt, und zwar die Struktur, die darin besteht, ein Kontinuum aufzubauen und in diesem Zusammenhang einzelne Unterscheidungen zu setzen. Strukturell charakteristisch ist bei allen Bildern eine Teilung der Aufmerksamkeit. Wir haben einmal die Aufmerksamkeit gegenüber dem, was man ein Kontinuum nennen kann. Und innerhalb dieser durchgehenden Dimension des Kontinuums gibt es einzelne Elemente, Figuren, Flächen. Dieses Wechselverhältnis ist imstande, dem Bild eine Qualität abzulesen, die es hat, nämlich zu artikulieren, was der Sinn jeweils ist. Man hat die Kunst des 20. Jahrhunderts auch ein Laboratorium genannt. Ein Laboratorium, in dem erprobt wurde, welche Ausdrucksmöglichkeiten sich anbieten. Man hat sie getestet, man hat sie verworfen. Man hat sie entwickelt. Das könnte der Eindruck entstehen, das Bild überall ist. Die ganze Welt ist voller Bilder. Also ist das Bild grenzenlos. Es ist überhaupt nicht grenzenlos, aber die jeweilige Feststellung der Grenze ist nicht so einfach. Und ich würde zum Beispiel sagen, dass in der Architektur ein deutliches Gegenmodell von Gestaltung vorliegt, was nicht bedeutet, dass die Architektur nicht auch bildliche Ausdrucksformen übernimmt. Aber ansonsten ist der architektonische Raum als ein benutzbarer Raum, als ein bewohnbarer Raum, dann doch eine Größe, die sich von der eigentlichen Pointe des Bildlichen sehr weit entfernt.